Mach ein paar Bäumchen und dann haben wir die Katakomben schon mal Ja, das wäre fertig. cool, dass wir zumindest die Cool, ne? Katakomben fertig haben. Kripo, hallo? Nee, nur eine Spinne. Ha. Sehr schön. Guck mal, man sieht gar nichts mehr von den Löchern. Ja. Explosionslöchern. Alles schon über Gras drüber Ja, hallo. gewachsen. Ja. Spinne. Boah, normalerweise, wenn ich so eine Spinne sehen würde, ne? Ich würde alles zusammenschreien. Also ich. Naja, und dann hat sie auch noch vier grüne Augen, ne? Ein paar nette Zähnchen. Huhu, Spinne. Guck mich gerade an. Hey, was willst du denn von mir? Hallo, hallo. Ja, wenn ich eine Spinne sehe, dann ist es vorbei. Aber die tun noch gar Doch. nichts. Die sind so klein und niedlich und so schön schwarz und groß und behaart. Nee. Mittlerweile Tun doch nichts. verstorbener Freund von mir. Okay. Der hatte mal eine Vogel oder sehr viele Vogelspinnen gehabt. Und der Ja. hatte mal eine Kneipe gehabt. Die hat er damals leider verloren. Und da hat er nur noch eine von behalten. Ja. Und ich hatte den mal besucht, sagt er, soll ich die Bömi mal laufen lassen? Ich sag, nein. Die tut doch nichts. Ich sag, Ja. ist mir egal. Ja, ich glaube, die tun auch nichts. Sie sehen zwar ein bisschen, ja, die sind ja groß, Vogelspinnen. Die sind ja nun wirklich behaart und groß und behaart, sag ich mal so. Aber im Grunde genommen ist es wahrscheinlich auch nichts anderes wie ein Meerschweinchen mit sechs Beinen. Zum Weiß Beispiel. nicht. Komischer Vergleich jetzt, aber, Ja, ich finde ich Meerschweinchen ne, aber also. süß. Ja gut, die haben knuffeliges Fell und die Meerschweinchen. Das stimmt, aber ich glaube, Angst hätte ich jetzt vor so einer Spinne auch nicht. Also die würde ich so auch auf den Arm nehmen, weil die tun ja eigentlich nichts, so viel ich weiß. Also er sagte, worauf man halt achten muss, ist, die war handzahm. Ich habe sie jetzt nicht auf der Hand gehabt. Nee. Die werfen Haare ab. Und wenn Ja. du die und die Haare siehst du kommen, weil das ganz, ganz kleine, feine Härchen sind. Und wenn du damit Ja. durchs Auge gehst, dann juckt das wie doll, ne? Das brennt dann. Ah. Okay, da muss man also drauf Ja. achten. Na gut, wenn man das weiß, ne? Ich pflanze mal ein paar Bäumchen hier ab. Tschö, dann habe ich noch hier noch ein Bäumchen hin, so. Habe ich denn eigentlich hier noch in der Truhe? Eisen habe ich noch hier. Setzlinge. Ach, und hier ist auch Oh noch ja. Eichenlaub. Das kann ich mal mitnehmen für gleich. Die Blümchen kann ich mal mitnehmen. Als Deko. Wo will ich denn hin? Ich will dahin. So, durchlaufen. Katakomben fertig machen. Dann kann ich schon mal hier mit anfangen. Mal gucken, wie das aussehen würde. Das weiß ich ja alles noch gar nicht. Jetzt muss man echt einen langen Weg durch die Katakomben laufen, bis auf die andere Ja, Seite. ich glaube, ich werde noch mal ein paar Eine Tür Türen einbauen oder irgendwas einbauen, ja. vielleicht. Zum Beispiel. Holz, 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 Holz. Da. Das reicht auf jeden Fall jetzt. Das kann ich jetzt schon mal fertig machen. Ach ja, ich habe einen Fehler gefunden bei euch, ne? Ein Fehler. Ich weiß nicht, ob ihr das später korrigiert habt, aber wo dein Bruder Carsten bei das Schloss die Dings eingebaut hat, diese Funktion, dass man sehen kann, wie oft man gestorben Ja. ist, ne? Da hat er eingetragen, bei euch beiden jeweils zweimal gestorben. Ja. Da war Carsten aber schon dreimal gestorben Echt? gewesen. Er hatte schon fünf Tode gehabt. Und er hat nur vier Tode eingetragen. Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob wir aber das gefixt hatte dann.
Ich bin da gerade, ich gucke mir gerade erst ja an mit dem Schloss. Und da habe ich das gesehen. Der Funk mal gestorben und dann ein paar Folgen später, zwei, drei Folgen später, hat er dann praktisch von einem Zuschauer ja diesen Tipp bekommen. Von wegen, ja, wie das dann funktioniert mit dieser Anzeige links, rechts. Und da hat er dann jeweils zwei Tode eingetragen, für dich und für ihn selber, aber er war schon dran gestorben. Aber es ist schon so lange her, wo wir das Schloss hatten. Ja, das stimmt. Weiß ich gar nicht mehr. Guck mal, so wird das dann hinterher aussehen. Ja, und das sieht gut aus. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Und dann einmal ringsherum und noch ein bisschen höher. Oder wie hoch machst du die Treppen? Oh, das wird einiges werden. Da müssen ja viele Zuschauer rein. Richtig, also ich habe vor, okay, jetzt habe ich hier schon Fehler gemacht, da muss dann Stein hin, ne? Also die Steine sind dann die Aufgänge und Holz soll natürlich dann die Sitzplätze darstellen. Na? Ja. Ich denke mal, dass ich so 5 Reihen nach oben machen werde. Dann mache ich nochmal einen kleinen Rundgang. Und dann nochmal so 5 Reihen. Das müsste eigentlich dann reichen. Das muss man halt in der Relation dann hinterher sehen, ne? Ja, ich sag mal so, wenn du es auch richtig groß machst, das sprengt ja irgendwann auch die Möglichkeiten, sag ich mal so. Wenn du echt so ein Megateil machst, so riesig, ne? Aber irgendwann ist es gut, was du davor hast. Gute Idee. Dankeschön. Wird auch schön groß werden. Fehlt noch irgendwie noch hier so ein Süßigkeitenautomaten hier oder so? Oder? Ja, da kommen ja noch Würstchenstände rein, ne? Und ja, was man halt. Gute Idee. Würstchen lecker. Ne, was man halt so bekommt. Eine Bierbude muss auch noch hier. Dann Fanshop. Wo man schön Kölsch trinken kann. Kölschbier. Genau. Nee, das ist toll. Siehst du, das haben wir jetzt fertig. Ja, cool. Jetzt, das andere können wir jetzt nicht weiterbauen, ne? Weil du das Holz wahrscheinlich. Nee, genau. Das war nur das, was noch in der Truhe war. Und ja. Ja, worauf hast du denn Bock? Was soll man dann machen? Du, bin für alles offen. Wie gesagt, ich helfe dir gerne bei alles Mögliche. Von mir aus in Höhlen reingehen und Nähte oder. Keine Ahnung. Fliegen zum Mond hin. Mit einer Portal Gun geht das, aber das ist nur ein paar Sekunden, dann ist man tot. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Mit 22 Leben. Und es wird schon wieder dunkel. Okay. Ich denke mal, du wirst jetzt erstmal nach Hause, oder wo? Ich würde sagen, erstmal nach Hause, den ganzen Klumpatsch, den wir haben, abladen. Vielleicht kannst du ja auch schon verzaubern. Wie viele Punkte hast du? Ganze 7. Wow. Ja. Ganze 7 Level habe ich schon. Da kann man bestimmt schon viel mitmachen. Ich auch. Ist hier unten drunter eine Höhle? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Da geht's tief rein. Ich guck mal ganz kurz runter, so. Gluck. Oh ja. Oh, schnell wieder nach oben. Oh, ich bin in der Höhle drinne. Schnell wieder hoch. Ich war gerade für einen Moment in der Höhle drinne und wurde von einem Skelett angeschossen. Ich habe eine Schusswunde irgendwo. Ja, am Kopf. Ja, toll. Da steckt man mal ganz kurz seinen Kopf in die Höhle rein. Hat man gleich schon mal einen Pfeil im Kopf. Echt? Ja, ich habe leider keine Wasserstiefel, so wie du. Bei mir dauschen mich. Ja, ich noch. Hatte mich letztens, da schrieb die Svenja mir, du hast doch irgendwie irgendwas mit Wasser drauf, ne? Hatte ich nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich mich gewundert habe, warum ich mich so schnell fortbewege auf Wasser, ne? Wie ein Pfeil bist du da auf dem Wasser unterwegs. Ganz schnell. Bin direkt hinter dir. Ist hier noch lebend nach Hause gekommen? Nicht. Sich nicht von Creepern in die Luft sprengen lassen. Immer schön auf flausche Füßchen achten. Jo. Also,
das leckt immer ab und zu mal so ein bisschen. Dann springst du immer so, hui, so ein Stückchen immer nach vorne, so zack, zack. Ja, das könnte auch. So kleine Mini-Lecks habe ich. Das erklärt nämlich auch die Instabilität, die ich hier habe. Jetzt habe ich gerade 30 FPS, gerade eben hatte ich nur 19. Das ist irgendwie ein bisschen komisch hier alles. Jo. Creeper. Skelette. Oh ja, da hinten. Skelette, Creeper. Hallo, Creeper. Hallo, Skelette. Noch sehen die uns nicht. So mittendurch, so durchmauschen. Was machst du denn hier? Ist beleuchtet. Hau ab. Der möchte an deine Bewohner dran. Der möchte davon naschen. Ja, ich merke das schon. Einer ist im Haus. Ich glaube, es schneit. Das könnte durchaus ein Bewohner gewesen sein, Nee, eventuell. grüne Hände. Okay. So, dann schnell nach Hause. Hallo Zombie. Ah, der begrüßt uns. Ja, der heißt uns willkommen. Autsch. Oh, noch mehr Zombies, jetzt renne ich aber. Ihr kommt hier nicht Nee. rein. Vergiss das. Oh, jetzt bin ich mal gespannt im Keller, ob der gut ausgeleuchtet ist. Ich gehe noch mal erstmal Ja. hier. Sollte eigentlich nichts passieren, weil auf Halbsteine normalerweise können keine Monster Nee? spawnen. Nee. Auf Halbsteine nicht Ah, mal. okay. Und du hast ja unten hast du, glaube ich, auch Halbsteine Ja. hier, nicht? Ja. Und da spawnen keine Ach, Monster das drauf. wusste ich. Höchstens hier. Weil hier hast du ganz, aber das ist genau, ist weit genug ausgeleuchtet. Ne? Nee, auf Halbsteine spawnen Ach, keine das wusste Monster. ich nicht. Angeblich. Ne? Und sonst ist ja auch gut ausgeleuchtet hier, dass nichts passieren kann. Aber ich weiß nicht, ob die immer noch durch Türen durchbrechen können oder nicht. Ich hoffe nicht. Weil ich habe bei mir nämlich überall Eisentüren sonst drinne. Damit das nicht passieren kann. Aber da kann sie nicht durch. So, was haben wir denn noch hier? Ich habe ein bisschen Holz. Wo war denn hier bei dir Holz? Holz Holz? ist Stämme aller oben. Art. Holzbretter aller Art. Guck mal, da können wir schon was reinpacken. Zack, zack, zack. Bisschen sortieren. Machen wir mal da hin. Monsterloot habe ich ein bisschen. Ein paar Eier. Euer. Monsterloot war doch hier gewesen. Ah, siehst du? Hier. Schwarzpulver, packst du das da auch mit rein oder was ist woanders? Schwarzpulver braucht man für zum Brauen. Okay. Deswegen habe ich Schwarzpulver hier im Brauhaus, wollte ich gerade sagen. Im Brauhaus, das hört sich hin. Im Brauhaus. Lecker. So, habe ich dazu gepackt. Was habe ich hier noch? Knöpfe. Ah, ich habe noch 16 Knöpfe. Ich weiß nicht, wo ich die Knöpfe her habe. So, warte mal. Blumen. Blumen habe ich auch irgendwie. 3 Stück. So, ein paar Eier habe ich noch. Essen war doch irgendwo hier gewesen, nicht? Essen, nee, Essen ist oben. Ich dachte, das wäre hier irgendwo gewesen. Komisch. Man kann die Schilder so schlecht sehen. Also mit meinen Texture Packs sehe ich die eigentlich ganz schlecht, die Schilder. Nur wenn ich da dran bin. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sehen, wo jetzt dein Essen ist. Mein Essen ist oben in der Küche. Ach ja, stimmt. Federn habe ich noch 2. Monsterloot. So, ich mache mir jetzt noch mal eine Spitzhacke. Ich will das jetzt wissen. Verzaubern möchtest du die Ja, mal. liebe Leute, ihr müsst dazu wissen, der Rode weiß das schon. Ich war vor ein paar Tagen in meiner privaten Welt. Hab gedacht, ach komm, weißt du was, verzauberst du einfach meine Spitzhacke.
Und siehe da, die erste Spitzhacke, die ich verzaubert habe. Behutsamkeit. Ach, ich brauche Lapis. Ja. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe hier schon keine Ahnung, wie viele Spitzhacken verzaubert. Und kriege einfach keine Behutsamkeit. Und da mache ich es ein einziges Mal und habe direkt Behutsamkeit. Ja, es ist direkt bekommen, genau. Pass mal auf, jetzt wo ich dabei bin, klappt es beim ersten Mal. Nee, Glück 1. Ich drücke dir jetzt einfach mal meine Daumen. Nee, leider nicht. Glück 1 und Effizienz 2. Ach, wie gemein. Das ist ja manchmal auch wie verhext. Dann möchte man was haben, dann kriegt man das Ding. Wenn man es dann nicht mehr haben möchte oder nicht mehr braucht, dann bekommt man es. Richtig. Das ist immer so. Ich habe das echt nur so just for fun, ne? Möchtest du auch mal verzaubern? Ja. Mein 7 Level. Guck einfach mal. Was ich bekomme, ich verzauber mal mein Schwert. Guck mal, das geht wahrscheinlich gar nicht. Ist das Schwert noch in Ordnung? Weil sonst lohnt sich das ja nicht. Ja, das ist nicht mehr ganz hundertprozentig, aber ich brauche mindestens 8 Level, um was verzaubern zu dürfen. Ach so. Die habe ich nicht. Ich habe eine 7 Level im Moment. 7,5. Wie kriegen wir dich denn jetzt schnell an? An 8 Level. Oh, das ist ja nicht so schlimm. Wenn man eine Höhle ist und abbaut, dann kriegt man ja zum Beispiel. Apropos, Eisen habe ich, Spitzhacke mein Baum. Obwohl, man könnte ja mal eben nochmal eben. Zack, nochmal. 2 bauen, so.